Ein wunderschönes Hallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dankbar Flashback. Ich bin heute tatsächlich mal nicht alleine, sondern die liebe Mona ist heute mit am Start. Der ein oder andere kennt sie vielleicht noch von früher. Ja, hallo. Hallo. Ja, die hey. Früher mal Freebild. So. Bei mir ist heute Winter Wonderland. Wir haben heute den 10.01. um Viertel vor vier, ja. Ich weiß nicht, Man kann ja mal kurz hier die Kamera. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Okay, ist selbst für die Kamera zu hell draußen. So. Alles klar. Die Kamera einfach überbeleuchtet ist nur hell. Ja, einfach so richtig weiße Fresse geil. Oder was? Ja, ne? Also so hoch liegt der Schnee noch nicht, dass da 5 Meter Schnee ist bis zu meinem Fenster. Ja, aber ja, wir spielen heute hier. Wir spielen ja heute nicht hier, wer hat den höchsten Schnee, sondern da hat die Mona eh gewonnen. Ja! Ja, sondern wir spielen hier Dinecraft und wie ihr seht, habe ich mein Haus ein bisschen mit der Mona ein bisschen anders schon gebaut. Wir sind ja noch dabei. Das hat sich komplett grundlegend verändert. Stimmt's? Nicht grundlegend. Ja doch. Ja, vom Design her nicht. Aber hier ist kein Eingang mehr, ich baue kein Haus mehr drauf. Der eine oder andere hat sie auch schon mitbekommen. Ich habe hier die zwei anderen Gäste von dem lieben I Want My Teddy die Grundstücke bekommen, resettet und habe sie mir gekauft. Jetzt baue ich hier mal eine Riesenbutze drauf. Da wird es nämlich auch unter anderem meine. Ich baue auch, ja. Ich mache Boden verlegen. Ja, das mache ich gerade. Wo ich jetzt noch gleich wieder weitermache. Ja, eben, genau. Also hier kommt zum Beispiel hier unten der Shop rein mit so einer fetten Galerie und so einem fetten Kronleuchter da oben. Und ich hoffe, das wird was. Ach, das wird was. Das kriegen wir schon hin, das kriege ich auch hin. Und hier wird es dann geteilt und hier kommt dann so eine kleine Bankfiliale hin, weil ich ja mir eine Banklizenz gekauft habe vor fast einer Woche und dann jetzt auch für euch eine Bank eröffnen werde. Das heißt, ihr könnt in Zukunft Kredite ab 1000 DM bei mir dann holen, wenn das Gebäude steht, nicht vorher. Deswegen, vorher gibt es keine Kredite. Vorher gibt es auch beim Shop nichts mehr im Moment zu kaufen. Der wird dann abgebaut und das Grundstück könnt ihr dann kaufen für einen billigen Preis, 5.000 oder so. Weil es ja recht nah am Spawn ist. Und ja, da bauen wir im Moment so ein bisschen. Jo. Wir sind hier ja schon ein bisschen weitergekommen. Und ich fahr jetzt mal da oben die Decke weiter. Genau, und ich. Die Etage. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit, wenn wir hier live ein bisschen bauen. Ich farm aber allerdings ein bisschen Clay mit einer Schaufel. Das ist ein bisschen Mist. Deswegen mache ich nochmal schnell eine Schaufel. Ja, Clay wäre jetzt nochmal wieder wichtig. Ja, eben. Ich farm mal schnell Clay. Dann können wir mal ein bisschen labern einfach. So. Spannend. Weiter geht hier. Ich farm mit, ist heute immer noch nicht resettet. Ist zwar Dienstag, aber naja. Lieben finden wir trotzdem. Brauchen auch nicht so viele. Naja, P-Time. Day. Ah, guck mal hier, da ist doch schon Leben. So schnell? Jo, direkt am Wasser gespawnt. Chillig. Ja. Und ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das jetzt gerade ausfällt. Ich habe mal eine andere Qualität an den Start gelegt, sondern ich habe mal ein bisschen an meinen Einstellungen wieder rumgespielt und bin mal wieder ein bisschen schlauer geworden als vorher. Und jetzt nehme ich mit einer höheren Bitrate auf. Tatsächlich auch OBS, es funktioniert. Hat früher nicht funktioniert. Aber irgendwie macht es jetzt mit auf einmal. Finde ich gut. Ist gut für euch. Ich meine, ihr seht dann besser. Sondern, weil das wird ja vorher manchmal bei Minecraft ein bisschen grisselig. Deswegen. Seltsam, dass es auf einmal funktioniert. Keine Ahnung, das Einzige, was ich verändert habe in der letzten Zeit, ich habe Hyperthreading aktiviert. Also, mit der ich ja viel virtuelle noch habe. Keine Ahnung. Aber sitzt du da? Oh mein Gott, das geht ja viel besser. Wie funktioniert das? Egal, nehmen wir auf. Genau. Ja, ich wollte ja sowieso aufnehmen, aber ich wusste ja nicht, dass das so super funktioniert jetzt. Ich meine, ich hatte mir gestern noch mal ein bisschen den Tag freigenommen, da habe ich ja kein Video gemacht, jetzt habe ich tatsächlich eine Nachricht bekommen. Man ja okay. Gar nicht gehört. Ein Schneemann in meiner Klassengruppe. Alles klar. Auch nichts Besseres zu tun. Ja klar. Ja,
anderen. Es hat aufgehört zu schneien. Das darf nicht sein. Nein. Das darf nicht aufhören. Ja, ich glaube, ich mache noch mal ein kleines Schneevideo. Darf ich dich dann wieder ärgern? Ja. Mit meinen gefühlten 3 Metern. Ja, kannst du. Yay. Ich machen, wenn man in einem Skigebiet wohnt. Na und? Meine Lehrerin hat heute erzählt, die war in Kitzbühel in Ferien, ja. Und da lag kein Fitzel Schnee. Ah, oh, das ist echt traurig. Und ja. Das sind wir auch erst in den letzten paar Wochen. Also eigentlich in der letzten Woche hat es alles einfach alles zugeschneit. Richtig hoch. Davor war es auch nur so, ja, ein bisschen dort und dort, aber auch nicht wirklich viel Schnee. Jetzt auf einmal so alle Straßen total überall Schnee. Ja, heute Morgen ist hier echt das Schneechaos ausgebrochen. Von 20 Schülern nur 4 in der Schule. So gut die Bilanz. Aber glaube ich, boah, ich sprich dir gleich mal Schneechaos aus. Hä? Ja, da sprich schon Schneechaos aus, wenn ein Millimeter liegt. Wenn alles schon weiß bedeckt ist, geht schon nichts mehr. Da fahren sie schon alle Schneegeschwindigkeit. Schneegeschwindigkeit. Ja, genau. Wir kennen es alle, Kibo. Ja. Yay, mein Krabbenskin ist gestiegen. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt reicht. Ich glaube, so unglaublich viel bräuchten wir nicht mehr. Also ich habe jetzt mehr, glaube ich, mehr als 2 Stacks, ja. Ich hätte fast Blöcke, 3 Stacks oder? Jetzt. 3 Stacks Clayblöcke, die man noch brennen müsste. Ich begebe mich nochmal auf der Suche nach ein bisschen mehr. Ja, aber weißen brauchen wir für innen noch eine Menge. Und dunklen brauchen wir auch noch ein bisschen, was auch nicht so viel. Okay. Ja, wir fahren ja jetzt. Wir haben ja Zeit. Obwohl ich eigentlich noch ein bisschen was zu tun habe. Eigentlich, ne? Es ist ja immer eigentlich. Sag mal, komm ich jetzt mal hier raus? Kein Leben. Das Leben. Ich sag gerade irgendwie einfach nur drauf, dass ich runterfalle und sterbe. Das wäre nicht gut. Geht's mir irgendwie die letzten Tage schon. Oh, ich habe hier eine große Quelle gefunden. Ja, das ist toll. Oh, Schaufel hat den Geist aufgegeben. Das finde ich nicht toll. Okay. Das mir geht auch immer das Werkzeug aus. Okay, ich kann auch nur mit Steinzeug nicht durch die Gegend. Aber Eisen. Wächst dann nie. Dann denke ich mir so, wo ist mein Werkzeug hin? Hey. So. Ich habe jetzt 4 Stacks und 11 Blöcke. Reicht ja, das? Ich glaube. Nein, das reicht nicht. Guter Anfang. Sagst du krass vieles nicht? Zur Not kaufe ich welches. Oh, warte mal. Habe ich das gerade richtig? Bestimmt auch. War da gerade ein Zombie? Okay. Hier ist ein Zombie irgendwo. Hört ihr das? Ja, das hört man. Ist heute ist gerade so dunkel ist. Nehmen wir sogar noch ein bisschen Kohle mit. Und Eisen auch noch. Ist ja sexy. Hunger HD fragt, ob du dich zu ihm teleportieren darfst. Nein. Oh, hier ist noch Eisen. Mann, wie viel Glück hast du? Irgendwas, ja, ich habe meinen Superbecher aktiviert. Eigentlich wollte ich den Zombie finden wollte. Vor allem sieht man ja gerade nichts in der Aufnahme. Ich finde ihn nicht. Und die besten Videos. Immer er redet und redet und redet, was sich alles sieht und du denkst auf deinem Bildschirm, Alter, nur schwarz, was tust du da?
Ich weiß, tut mir leid, aber ich finde den noch nicht. Jetzt wird richtig. Aber das ist nur ein einzelner Zombie. Ich hätte gedacht, das wäre ein Spawner. Meine Uhr. Sonst wären ja jetzt schon mehr gespawnt. Vielleicht eine neue Höhle. Der ist hier irgendwo, du Penner. Lass dich doch blicken. Das kann aber nicht sein. Ja, hasst mich. Okay, ist gespawnt. Erstmal wieder Sounds leiser machen. So. Home Lager. So. Wir erstmal halt drin bauen. Was? Ups, jetzt bin ich ausgetappt. Ich tue sie in den Ofen. Das ist gut, dann hole ich mir später. Oder. Oh, stattdessen brate ich das Eisen. Auch reflexmäßig. War eh noch Boden. So. Wenn du mal willst, kannst du dann gleich vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob wir bei der zweiten Etage auch wieder so eine Galerie lassen oder ob ich das zu. Aber wenn da wirklich ein größerer Kronleuchter hin sollte, glaube ich, wäre es schöner, wenn es offen bleibt. Ja, wenn es offen bleibt, finde ich auch gut. Finde ich auch. Deinig. Du willst ihn von ganz oben runterhängen lassen? Ja, oder? Ja, geil. Also, Lehm ist im Ofen. Toll. Brennt halt jetzt. Nicht gleich bei der Fassade auch weiterbauen? Ja, aber ich glaube, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Mit Ansage, das reicht nicht. Da unten. Ich glaube, das ist auch die allererste Folge, wo ich mit euch jemals irgendwas farme. Also, ich finde es ja persönlich immer ein bisschen langweilig, aber wir haben heute ein bisschen, ja, mal die Mona mit dabei und mit so babbeln, ne? Ist auch ganz nett. Und ich meine, ihr wünscht euch ja Minecraft und ich gucke ja immer, was ich machen kann. Da muss mir die Mona leider recht geben, dass ich öfters gucke, was ich auf Minecraft aufnehme, stimmt's? Ich komme mal wieder rein, weil ich war jetzt sehr lange inaktiv, habe gar nicht gespielt. Ja, aber die letzten Tage habe ich dich ja auch gefragt, was ich so machen soll. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Das stimmt, weil ich irgendwie von den Toten wieder auferstanden bin, so circa. Dachte, yay, ich spiele wieder Minecraft und helfe dir mal. Also je nachdem, wenn ihr den Bau weiter mit auch im Video verfolgen wollt, ich kann das gerne aufnehmen, das ist gar kein Ding. Also, gar kein Ding. Ich vielleicht auch mal wieder einen Livestream machen die Tage. Also ich hab. Sowohl, so viel ist von dem Haus ja auch nicht mehr übrig. Deswegen werde ich es mal in den Videos einfach gestalten, weil wir wollten ja auch mal ein bisschen mehr Videos machen, ne? Deswegen war es jetzt aber. Noch die ganze Einrichtung ist ja auch spannend zu sehen. Genau, das sagst du. Genau. Deswegen war es jetzt aber erstmal in dieser Folge. Timelapse oder so. Genau. Ich lass mir da schon was einfallen. Ich bin ja kreativ. Deswegen würde ich mich von euch über eine positive Wertung freuen. Würde mich na klar freuen, wenn ihr trotzdem auch den Abo-Button drücken würdet. Ich bin da klar auch auf Instagram vertreten und auf Instagram. Zwar nicht so ab und zu aktiv, auf Twitter eher weniger, aber auf Instagram schaue ich eigentlich jeden Tag vorbei. Also wenn ihr mir da folgen könnt, ist alles in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich Mutter bestimmt und ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.